Ich habe etwas getan, was weltweit wahrscheinlich noch nie ein Spieler zuvor getan hat. Und zwar habe ich mir die Gebrauchsanweisung der PlayStation 4 durchgelesen. Jetzt könnt ihr denken, ist der Typ ein Pedant, ist er dement oder ist ihm einfach nur langweilig? Ja, ja und ja. Aber ich bin dabei auf sehr irrwitzige Formulierungen gestoßen. Auf Platz 10 der dämlichsten Formulierungen unter dem Punkt Lüftung decken Sie die PlayStation 4 niemals mit einem Tuch ab. Das ist genauso sinnig zu sagen, man solle Dunstabzugshauben nicht zukleben, denn sonst funktionieren sie nicht. Obwohl, ich bin mir ziemlich sicher, dass in den Gebrauchsanweisungen für Dunstabzugshauben das auch drin steht. Auf Platz 9 unter dem Punkt Hinweise zum Verwenden des Netzkabels. Berühren Sie den Stecker des Netzkabels nicht mit nassen Händen. Nicht, dass irgendwas passieren würde, wenn man mit nassen Händen das Plastik des Steckers berühren würde, aber die absolute Hochspannung aus deutschen Steckdosen ist so krass, dass ein Lichtbogen erzeugt wird, der den PS4-Zocker mit einem Schlag, laut diesem Ratschlag, auf den Schlag genau schlagen, wie vom Schlag den Rat geschlagen haben. Schlagen, schlagen haben. Unter dem Punkt 8, Umgang mit dem System. Seien Sie beim Tragen des Systems vorsichtig. Wenn Sie das System nicht mit sicherem Griff halten können, kann es herunterfallen und Schäden oder Verletzungen verursachen. Das ist mit Abstand die beste Lebensweisheit, die ich je gehört habe. Schon Konfuzius hat gesagt, achten Sie beim Gehen darauf, nicht ins Stolpern zu geraten. Sie könnten stolpern und hinfallen. Auf Platz 7 unter dem Punkt DualShock 4. Halten Sie den Wireless-Controller gut fest, damit er Ihnen nicht aus der Hand rutschen und Schäden oder Verletzungen verursachen kann. Das verändert jetzt das gesamte Weltbild. Die gesamte Weltordnung wird ad absurdum geführt. Wenn man Dinge nicht festhält, können sie herunterfallen. Heftig. Aber wie man sich mit einem Wireless-Controller verletzen soll, das ist mir irgendwie schleierhaft. Es sei denn, man sitzt mit dem Steifen vor der Glotze. Japaner. Auf Platz 6. Wenn Sie das Headset oder die Kopfhörer mit zu hoher Lautstärke nutzen, kann es zu dauerhaftem Gehörverlust kommen. Wenn ich mich Headbang auf dem Festival vor diese beiden riesen Boxentürme stelle, ja, dann wird mein Trommelfell auch über den Kopf gezogen und kann haarlos mit der Teenie-Tussi tanzen. Auf Platz 5 unter dem Punkt DualShock 4. Verwenden Sie die Vibrationsfunktion nicht, wenn Sie Knochen-, Gelenk- oder Muskelverletzungen oder Leiden an Händen oder Armen haben. Okay, Sony, ihr habt da wirklich einen mächtigen Rumble-Motor eingebaut, der vielleicht auch Frauen auf eine andere Art und Weise beglücken könnte. Aber wenn ich an Arthritis leide und den DualShock 4 greife, dann fällt mir die Hand bestimmt nicht ab. Was gleich zu Platz 4 führt, wenn der Controller gegen eine Person oder einen Gegenstand stößt, kann es versehentlich zu Verletzungen bzw. Sachschäden kommen. Ey, ihr habt ja jeden kleinen Scheiß hier abgedeckt. Na, warum steht da nicht, wenn du bei FIFA 14 2-0 in Führung gehst, im Liga-Modus, und der Gegner macht wieder einen Verbindungsabbruch und du gehst dann zurück ins Menü und das Scheißspiel wird nicht gewertet und du schmeißt deinen fucking Controller gegen die Wand, dann kann er kaputt gehen. Das müsst ihr drinstehen. Auf Platz 3 unter dem Punkt Umgang mit dem System stellen Sie sich nicht auf die PlayStation 4. Was zum Henker? Oh, ich komme nicht an die Schüssel auf meinem Küchenschrank. Nehme ich jetzt einen Stuhl? Nein, ich stöpsel alle Kabel bei der PlayStation 4 ab, nehme das kleine Technikding und stell mich drauf, um an meine Schüssel zu kommen. Sony, ein Stell dich ein, sieht anders aus. Auf Platz 2. Verwenden Sie das PlayStation 4 System nicht über längere Zeit, machen Sie stündlich eine Pause von 15 Minuten. Das finde ich aus gesundheitlicher Sicht sehr löblich, aber es gibt, glaube ich, weltweit keinen Spieler, der mitten im Battlefield 4 Vernichtungsmatch, was schon seit 40 Minuten geht, sagt, oho, jetzt ist aber die Stunde um, ich mache eine 15-minütige Pause und lese ein paar Seiten in Ted Williams' Otherland. Das macht man nämlich andersweitig. Und auf Platz 1 mit einem... Es ist untersagt, den Aufbau des Systems oder Zubehörs zu analysieren oder zu modifizieren und seine Schaltkreiskonfiguration zu analysieren oder andersweitig zu nutzen. Im PlayStation 4 System befinden sich keine Teile, die Sie selbst reparieren können. Außerdem können Sie dabei gefährlicher Laserstrahlung ausgesetzt werden. Also es finde ich ja mal knorke, dass Mutti Sony mir verbieten will, was ich zu tun habe oder nicht, oder dass ich das Gehäuse öffnen kann oder nicht, aber ich glaube, ich kann mit meinem Eigentum machen, was ich will. Aber in einem Punkt hat Sony recht. Die Laserstrahlung könnte Zocker in Millisekunden pulverisieren, ach was, könnte ganz Hamburg vernichten und ein schwarzes Loch kreieren, das gesamte Sonnensystem verschlingen würde. Also,
Öffnet nie die PlayStation 4. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß mit meiner Top 10-Liste. Ich sag einfach nur frohes Fest, guten Rutsch und Zocker TV meldet sich wieder im neuen Jahr. Bis denne.